Sega. Anmut und Einklang von einem ewigen Gesetz regiert. Alles, was beginnt, muss auch enden. Die Herrschaft des alten Shogunats ist vorüber. YouTube の視聴者の皆さん、こんにちは。私は自分のために全く新しいゲームを始めたいので、モルドーの代わりにそれをプレイしましょう。トータルウォー将軍に自分でも演奏したことがないので、何も知りません。そんなにたくさん、さて、モデレートはドイツの IEL ライバルに行きます。Ja, es wurde soweit jetzt alles gesagt, was man wissen muss. Für die, die es nicht ganz verstanden haben, Todowar Shogun 2 wird das neue Let's Play nach Mordhau. Ja, ich habe es noch nie gespielt. Ich hatte vor, es jetzt aufzunehmen. Und ich habe es noch nie angemacht, noch kein einziges Mal, außer vorhin einmal, ein einziges Mal, um hier die Einstellungen zurechtzuschalten. Aber sonst, ja, mir bleibt nicht viel Zeit. Damit meine ich nicht, dass ich gleich verrecke oder so, sondern lass uns jetzt anfangen. Ja,
was gibt's noch zu sagen? Das Spiel scheint soweit ganz schön zu sein. Das Intro war voll cool. Wir haben hier eine Einzelspieler- und Mehrspieler. Ich weiß nicht, ob man jetzt das Japanische gerade ganz gut verstanden hat. Von jetzt gerade eben von der Anmoderation oder nicht. Wenn nicht, schneide ich es halt nochmal separat rein. Wenn ja, lasse ich es so. Aber jetzt erstmal. Oh, es gibt zwei DLCs, okay. Jetzt erstmal. Lass uns mit dem Tutorial beginnen. Oh. Und zwei. Okay. Was ist ein Gefechtstutorial? Dieses Tutorial ist für Anfänger von Total War. Hier werden Grundlagen wie Bewegen und Kämpfen im Gefecht behandelt. Ah. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir dieses... Oh, ein Zug. Fangen wir dieses Let's Play... Oh, Moment, das ist schon etwas industrialisiertes Japan, oder? Keine Ahnung. Ich würde sagen, dieses Let's Play fangen wir mal mit einem Anfänger-Gefechtstutorial an. Weil ich habe das Total War-Spiel noch nie gespielt. Da weiß ich nicht, was... Oh. Das Bild im Hintergrund, das Pferd. Da weiß ich nicht, was mich erwarten wird. Oh. Eine schön gemalte Karte. Okay. Mit einem Dörfchen am Wasser oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass die Aufnahme nachher nicht unflüssig wird. Sonst muss ich das ja alles nochmal machen. Dies ist das Zeitalter des Krieges. Ah. Sengoku Jidai. Große Feudalherren kämpfen um die Seele Japans. Ihr müsst den Weg des Kriegers lernen, wenn ihr Erfolg haben wollt. Ihr habt den Befehl über Chosokabe Motochikas beste Krieger. Besiegt die Rebellen. Okay. Macht euch zuerst mit den Einheiten eurer Armee vertraut. Wählt die Yari Ashigaru aus, indem ihr einen Linksklick direkt auf sie macht oder auf die leuchtende Einheitenkarte unten auf dem Bildschirm klickt. Mein japanischer, Tutorial-Lehrer, sage ich mal, da spricht ja gut Deutsch. So. Oh, blaue Punkte, gefällt mir. Chosokabe. Ah, der Clan Chosokabe. Okay, du bist scheinbar der... Naja, Truppenführer, würde ich mal sagen. Was ist das? Ein Mini-Häuschen mit Garten. Ja, minimalistisch. Okay. Ja, was soll ich eigentlich machen? Soll ich hier drauf halten? Cool. Man sieht sogar rechts die Statusseite. Das ist ja cool. Yari Ashigaru sind in jeder Armee nützlich. Sie tragen einen Speer, genannt Yari, und beschützen die wichtigeren Einheiten auf dem Schlachtfeld, darunter Bogenschützen und andere Fernkampfeinheiten. Sie können sich selbst gegen Kavallerieangriffe schützen. Klickt auf den Haken, um fortzufahren. Okay. Weiter unten am Hang liegt ein Chosokabe-Dorf. Wählt eure Einheit Yari Ashigaru und bewegt sie dorthin, indem ihr einen Rechtsklick auf den Boden macht. Okay. Ich nehme mal an, ich muss... Hä? Was ist mit der Flagge? Ah ja, ich muss scheinbar hier, weil die scheint zu schweben, okay. Alter, was ist das denn hier? Oh, das ist hier... Ach, die kämpfen hier! Oh, okay. Nein, das Dorf brennt. Es glüht, das Dorf glüht. Muss das so sein? Warte mal. Optionen Grafik.
Keine Ahnung, was ist das? Bist du ja nicht im Gefecht? Was sind das hier für Zeichen? Keine Ahnung. Eins nach dem anderen. Erstmal bewegen wir die Yare Ashigaru, vermutlich Speerträger, übersetzt auf Japan, nicht? Gut, hier, ne? Okay, hey. Oder irgendwie so. Da, bam, bam, wollt bam, ihr bam. Den letzten oh. Befehl einer Einheit widerrufen, wählt einfach das Anhaltenfeld. Sehr gut. Ihr habt den Befehl an eure Einheit widerrufen. Lasst eure Yari Ashigaru durch einen Rechtsklick auf das Terrain ins Dorf marschieren. Jokere! Bum, 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 bum. Da, 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 ba, 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 ba. Okay, das reicht. Das Dorf wurde überrannt und die Angreifer sind womöglich noch in der Nähe. Richtet die Kamera über die Tasten W, A, S und D auf die Yari Ashigaru oder macht einen doppelten Linksklick auf die Einheitenkarte. Richtet die Kamera über die... Okay. Ah. Oh, cool. Die Kamera lässt sich mit den Tasten Y und X nach oben und unten bewegen oder durch Rollen des Mausrades. Ah. Mit Q und E dreht sich die Kamera. Wenn ihr soweit seid, klickt auf das Feld für den nächsten Ratschlag. Ah, okay. Eine Einheit Katana-Kavallerie will eure Position angreifen. Dreht eure Yari Ashigaru um, indem ihr sie auswählt und auf die Drehpfeile klickt oder die rechte Maustaste gedrückt haltet und die Einheit auf, um eure Chancen gegen Was den sie? Angriff der Katana-Kavallerie zu erhöhen, solltet ihr das Feld für Speermauer geben. Eure Einheit nimmt eine Spezialformation an, um dem Feind möglichst viel Schaden zuzufügen. Jede Einheit hat andere Fähigkeiten, die ihr im Kampf zu eurem Vorteil nutzen solltet. Achso, Sperrmauer. Oh. Erleidet eine Einheit Verluste, beginnt ihre Moral zu finden. Ersichtlich am Farbtintanner über der Einheit. Diese Anzeige färbt sich von grün auf rot. Bei einem roten Balken ist eine Flucht der Einheit sehr wahrscheinlich. Und sie muss durch souveränere Truppen verstärkt werden. Okay. Meinen Glückwunsch. Ihr habt die Katana-Kavallerie besiegt und verhältnismäßig geringe Verluste erlitten. Speerformationen sind sehr nützlich. Cool. Klickt erneut auf das Feld, um die Formation aufzulösen. Merkt euch diese Taktik für zukünftige Kavallerieangriffe. Diese Speere kenne ich tatsächlich wirklich. Also zumindest kenne ich diese Form. Ich hätte fast vergessen, auf den Knopf hier zu drücken. Okay, weiter geht's. Die Radarkarte enthält wichtige Informationen über das Terrain und die Truppen der einzelnen Armeen. Eure Soldaten erscheinen in Gelb, eure Verbündeten in Blau und Feinde in Rot. Eure ausgewählten Einheiten sind Weiß. Behaltet die Radarkarte im Blick, um die Bewegungen und Tricks der Feinde rechtzeitig zu sehen. Radarkarte, so heißt das hier also, okay. Wie hochtechnologisch. Ach, da sind noch ein Pferd. Und ist das einfach nur ein Pferd? Oh, ein freies Pferd, du bist frei, rennen. Rebellen. Ach, die heißen einfach Rebellen. Okay. Über der Radarkarte befindet sich das Kräfteverhältnis, an dem ihr seht, wer die Schlacht gewinnt. Werden Einheiten getötet oder ergreifen sie die Flucht, ändert sich das Verhältnis von Rot und Gelb entsprechend. Nach dem Sieg über die feindliche Kavallerie wird die rote Seite kleiner, besiegt alle Rebelleneinheiten und färbt die gesamte Anzeige gelb. Okay. Nach dem Rückzug der Rebellenkavallerie hat eine Einheit Samurai-Bogenschützen ihr Versteck verlassen. Einige Einheiten, wie Bogenschützen, können sich verstecken und den Feind überraschen. Bringt eure Yari Ashigaru hinter euren Bogenschützen in Aufstellung.
Sie werden euch beim Niederschlagen der Rebellen von Nutzen sein. Moment, haben die gewusst, dass die kommen? Dass die Kavallerie kommt? Wieso haben die nichts gesagt? Na gut, die kann ich doch nicht auswählen. Gut, haben die ihn schlecht? Habt ihr den Marschbefehl erteilt, könnt ihr sie rennen oder gehen lassen, indem ihr die R-Taste drückt. Alternativ könnt ihr auch das Feld für Bewegungsgeschwindigkeit anklicken. Ah. Zu Beginn einer Schlacht sind alle Einheiten ausgerufen. Rennen, ihr Narren! Oder die Bewegung über das Schlachtfeld ermüden sie. Rennen ermüdet sie schneller als gehen. Eure Einheiten sollten so ausgeruht wie möglich sein, denn ermüdete Einheiten schlagen sich im Kampf schlecht. Lasst eure Einheiten daher lieber gehen, als rennen. Haltet euer Ki einfach. Stellt eure Yari Ashigaru in der Nähe von Bogenschützen auf, um zusätzlichen Schutz zu bieten und ihre Moral zu verbessern. Eure Position auf dem Hügel verschafft euren Männern einen Vorteil. Der Angriff bergab verbessert ihren Angriff und kann einer Einheit einen Vorteil gegenüber einem stärkeren Gegner verschaffen. Macht einen Linksklick auf eure Bogenschützen oder deren Einheitenkarte, um sie auszuwählen. Ja. Bogenschützen bringen dem Feind aus der Ferne Verluste bei. Um Verluste unter ihnen zu vermeiden, sollten Bogenschützen in den Plänkelmodus versetzt werden. Klickt dazu auf das hervorgehobene Feld. In diesem Modus ziehen sich die Bogenschützen automatisch in sichere Distanz zurück, wenn sich Feinde auf sie zubewegen, ehe sie erneut schießen. Fernkampfeinheiten, darunter auch Bogenschützen, haben einen Feuerradius, der vor ihnen angezeigt wird. Vorausgesetzt, eure Krieger haben Munition, wird jede feindliche Einheit in diesem Radius unter Beschuss genommen, wie die feindlichen Samurai gleich demonstrieren werden. Gleich demonstrieren werden. Oh. Eure Samurai-Bogenschützen können verschiedene Arten von Pfeilen verwenden. Klickt auf das Feld für brennende Pfeile, um einen vernichtenden Angriff zu starten. Oh. Ach, das hat einen Cooldown, okay. Alter. Leute. Gut, die Rebellen sind verletzt. Da die Munition knapp ist, solltet ihr ihnen mit dem Yari Ashigaru den Garaus machen. Wählt sie jetzt aus und macht einen Doppelklick auf die feindlichen Samurai, um anzugreifen. Hä? Oder ein Rechtsklick, okay. Können die über die Köpfe schießen? Nein. Okay. Defensivmodus, okay. Ich glaube, ich gewinne. Wer müde? Wer gut außer Atem? Okay. Ja! Lasst den Feind fliehen.
Wählt eure beiden Einheiten aus, indem ihr sie bei gedrückter linker Maustaste mit einem gezogenen Kästchen erfasst. Schickt eure Einheiten nun bergab auf die restlichen feindlichen Truppen. Okay. Hier? Oh. Nein, ich kann hier vorspulen. Genau. Hochdeckt. Nee, das lasse ich mal lieber. Ach komm, trennt einfach. Genau. Ihr habt jetzt eine schwere Kavallerieeinheit. Oh. Diese starken, gut ausgebildeten Einheiten verfügen über gute Rüstung und eignen sich für überfallartige Angriffe. Sie können der feindlichen Moral einen schweren Schlag versetzen und starke Verluste verursachen, wenn sie durch die Linien brechen. Was geht denn hier ab? Wählt eure schwere Kavallerie und befehlt ihr den Angriff auf die feindlichen Bogenschützen. Die Entfernung ist nur gering, also leitet durch einen doppelten Rechtsklick den Sturmangriff ein. So halten sich bei maximalem Schaden die eigenen Verluste in Grenzen. Okay. Das da? Seht, wie die Rebellen um ihr... Bevor eure Kavallerie die Bogenschützen erreicht, wechselt in die Keilformation, indem ihr das Feld in den Einheitenfertigkeiten wählt. Diese Formation erleichtert es, feindliche Ränge zu durchbrechen und die Moral des Feindes zu schwächen. Oh, cool. Angriff. Hallo. Die lassen sich ja Zeit. Alter, wie die... Oh, wie die geschmolzen werden. Wow. Wow. Sehr gut. Ihr habt die Rebellen besiegt. Ein guter erster Schritt bei der Eroberung von Shikoku. Eroberung von Shikoku? Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Unnötige Härte. Okay. Ach, Tatsache. Die sind alle weg. Oder fliegen gerade, oder? Ja. Ach, wie cool. Ach, ich war eh durch den Fluss getrennt. Okay. Na gut. Eine Brücke? Schöne Mucke. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge 25 Minuten. Ich hoffe mal, die erste Folge wird gut. Wenn nicht, muss ich die halt nochmal aufnehmen mit dem Tutorial, weil ich hoffe, die leckt nicht und dass mein Computer zumindest mit Shogun 2 klarkommt, aber. Man kann ja nie wissen, ne? Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Oder ihr hört mich in der nächsten Folge. Und bis dahin.
Sayonara. Genau. Okay. Richtet eine feindliche Einheit vollständig. Oh. Seht ihr im Gefecht freigeschaltene Errungenschaften sowie Informationen zur persönlichen Bestleistung? Okay. Okay. Feuerwerfende Mangonel, okay. General. Okay. Ha. Nice.